Herzlich willkommen zu einer Filmkritik auf Nerdcorner TV mit Jan im Bild unten rechts und mir, dem Mario, im Bild unten links. Heute geht es um Good Boys, eine derbe Coming-of-Age-Komödie im Stil von Superbad, Bad Neighbors und Sausage Party. Oh, bingo! What is it? I have no idea. That's a tampon. What's it for? Girls shove it up their buttholes to stop babies from coming out. An eighth grader told me that. Es geht um die besten Freunde Max, Thor und Lukas, die auf eine Party eingeladen sind, auf der geküsst werden soll. Davon haben die drei Sechsklässler aber keine Ahnung. Als dann bei ihren Nachforschungen auch noch die Drohne des Vaters im Garten der Nachbarn verloren geht, geraten sie in einen Konflikt mit dem etwas älteren Nachbarsmädchen und ihrer Freundin. Time's up, motherfuckers. Nachdem Thor dann auch noch die Tasche der Mädels, in der zufällig Drogen sind, klaut, beginnt eine turbulente Odyssee durch die Stadt. Produziert wurde der Film von Seth Rogen und wie man das von Seth Rogen gewohnt ist, geht es recht deftig zur Sache. Deshalb erhielt der Film in den USA ein R-Rating, also eine Altersfreigabe ab 17 Jahren oder für Kinder in Begleitung Erwachsener. Die drei Hauptrollen werden gespielt von Jacob Tremblay, den kennt man unter anderem aus Wunder oder Before I Wake, den ihr momentan auf Netflix sehen könnt, Keith A. Williams und Brady Noon, der schon in Boardwalk Empire zu sehen war. Gedreht wurde der Film in Kanada an der High School von Jacob Tremblay. Kinostart in den USA war am 14. August 2019, aktuell ist er auf Amazon Prime zu sehen und ob sich das lohnt, klären Jan und ich heute. Jan, wie hat dir der Film gefallen? Also die Handlung ist nichts Neues, man kennt vieles schon, die Handlung ist auch nicht besonders komplex oder ansonsten anspruchsvoll, orientiert sich oft Filmen wie zum Beispiel American Pie oder Superbad, andere Teenie-Highschool-Komödien, wo man doch schon wirklich viele davon auch schon gesehen hat. Nur eben, dass es dieses Mal um Sechsklässler geht und nicht um Jugendliche, wo man dann doch schon oftmals eine gewisse Verbindung hatte. Man konnte sich in die Person hineinversetzen. Bei den Sechsklässlern sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Heißt, während es zum Beispiel bei American Pie darum ging, wie man das erste Mal Sex hat, oder wie es das erste Mal zustande kommen wird, geht es hier darum, dass man den ersten Kuss auf einer Party in der 6. Klasse bekommt. Ja, ich finde auch, dass einem vieles schon so ein bisschen bekannt vorkommt, aber ich finde es gar nicht so als Schwäche, weil die einzelnen Szenen an sich zum Teil sehr, sehr originell sind. Ich sehe es auch so, es werden oft bekannte Dinge genommen, die wir so schon häufiger in anderen Filmen auch gesehen haben. Aber dadurch, dass wir das Ganze eben aus dieser doch ungewohnten Sicht von diesen Sechsklässlern sehen, ist es dann was Neues. Der rote Faden ist halt eben, wie schon angesprochen, hier dann etwas anderes, als wir es zum Beispiel noch in Superbad hatten, wo wir in Superbad die drei Protagonisten dabei begleitet haben, wie sie versucht haben, Alkohol aufzutreiben für die große Party. Geht es dann hier darum, wie sie die Drohne des Vaters sozusagen ersetzen können, damit sie letztlich die Erlaubnis bekommen, um auf die Party zu kommen, wo dann hoffentlich der erste Kuss auf sie wartet. Ja eben, und auf der Reise, die sie dabei erleben, diese Odyssee, da bringt uns der Film immer wieder in total lustige Szenen rein. Ich habe immer wieder lachen müssen und trotzdem schafft er es, sich nicht zu verlieren. Also er folgt konstant diesen Handlungssträngen. Und es gibt ganz wenig Dinge, die so mit der Handlung gar nichts zu tun haben, sondern er folgt konstant dem Ziel, dass die Jungs eben auf dieser Reise sind, die Drohne zu ersetzen. Und alles, was die Jungs machen, ist ausgerichtet, dass sie eben auf diese Party können. Guys, the mall is right there. All we have to do is cross the highway and the cars aren't even moving. Now are we fifth graders or are we sixth graders? Also wer zum Beispiel eben auch Filme wie Superbad oder American Pie kennt, der kennt auch den Aufbau des Films, der sich dann eben daran orientiert, was alles gemacht werden muss, wie du ja eben gerade gesagt hast, um dann letzten Endes dieses große Ziel zu erreichen. Wobei man hier sagen muss, dass auch der Szenenhumor klar im Vordergrund steht, heißt, die Handlung des Films ist sozusagen dieser rote Faden, dieser Überbau, der dann dafür verwendet wird, um in diesen einzelnen Szenen Humor zu erzeugen. Dabei fällt dann jedoch häufig auf, dass es eine Diskrepanz zwischen dem Alter der Jungs gibt, also das sind ja Sechsklässler, und den Themen, denen sie sich oftmals gegenübergestellt sehen. Häufig lebt der Film dann davon, dass diese Sechsklässler als sehr naiv, als übertrieben kindlich in ihrer Unschuld und in ihrer Unwissenheit dargestellt werden. Genau, ich habe eben auch häufiger lachen müssen und einer der Gründe war auch, dass der Film immer wieder
mit Anlehnungen an andere Filme um die Ecke kommt und uns dann Szenen zeigt, wo man ganz klar sieht, ah okay, hey, ich weiß nicht so recht, parodieren wir hier jetzt gerade Terminator 2 oder einen Gangsterfilm oder irgendwelche anderen Highschool-Filme so, aber das fand ich eben immer wieder auch sehr, sehr lustig. Ja, und klar, also die Besonderheit, was wir schon öfters angesprochen haben jetzt, ist es, dass wir hier mit Sechstklässlern zu tun haben, also die sind im Film, glaube ich, 12 Jahre alt. Man merkt natürlich auch, dass das junge Schauspieler sind, also Kinderschauspieler. Durch oftmals übertriebenes Schauspiel der drei Darsteller, der drei Hauptdarsteller, was aber, wie ich finde, nicht besonders ins Gewicht fällt, da der ganze Film an sich übertrieben ist. Also auch die erwachsenen Darsteller im Film spielen durchaus sehr überspitzt. Dadurch fällt es dann auch nicht mehr so ins Gewicht, wenn zum Beispiel auch die jüngeren Nebendarsteller nicht die besten Schauspieler sind. Was natürlich klar ist, weil wir natürlich immer noch von Kindern hier sprechen. Aber so tut es dem Ganzen keinen Abbruch und wir haben doch über den ganzen Film hinweg den einen oder anderen Lacher auch aufgrund des doch meistens sehr passenden Schauspiels der jungen Darsteller. Fools, I'd have paid 1,000. Anyone else feel like he's gonna fuck that doll? Wie würdest du denn den Film so persönlich bewerten? Ja, also ich finde, der Film bietet auf jeden Fall eine kurzweilige Unterhaltung. Und für mich, der auch mit den sonstigen Seth Rogen-Filmen immer seinen Spaß hatte, bietet auch dieser Film wieder wirklich eine kurzweilige Unterhaltung von gerade mal 90 Minuten, die man einfach mal weggucken kann. Das ist eigentlich so kein Problem. Schwächen zeigt der Film für mich dann, wenn er versucht, ernstere Themen aufzugreifen und ein bisschen auch ernstere Töne anschlägt. Das klappt meiner Meinung nach nicht so ganz. Es fällt auch schwer, sich mit den drei Jungs zu identifizieren. Heißt, wir haben natürlich 12-Jährige. Das ist für mich jetzt und für dich wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile her, dass wir in dem Alter waren. Und zum anderen ist das Verhalten oder das Denken der Jungs manchmal auch nicht ganz nachvollziehbar. Also meiner Meinung nach sind 12-Jährige oder Sechstklässler heutzutage doch etwas anders gepolt. Gerade durch Medien, durch TikTok und Co. werden die Kinder oder auch die jungen Heranwachsenden heutzutage bestimmt nicht mehr so unwissend und so naiv an die Dinge rangehen, wie die drei Jungs jetzt in diesem Film zum Beispiel. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also mir ist auch hin und wieder mal der ein oder andere Logikfehler aufgefallen. Eben, man denkt so, ihr habt doch Handys zum Beispiel, die euch den Weg zeigen und trotzdem verlauft ihr euch oder kommt an eine Stelle, an die ihr eigentlich nicht kommen solltet, wenn ihr schon eure Handys benutzt. Und es wird ja auch gesagt, dass sie ihre Handys benutzen. Allgemein finde ich aber, als jemand, der mit Filmen wie Superbad und American Pie groß geworden ist, dass mir Good Boys ein ähnliches Gefühl gibt. Es ist eben eine Coming-of-Age-Geschichte. Es ist eine ähnliche Sprache, also massenhaft Bad Language und vulgäre Jokes. How was it? Sticky. Why does she have hair in her mouth? Und 90 Minuten finde ich eine gute Zeit, in der mir der Film noch nicht so lange erscheint. Viel länger hätte er nicht mehr gehen dürfen, dann hätte ich es wahrscheinlich schon ein bisschen als zu lang empfunden. Insgesamt finde ich einen guten Film, kann man echt, wie du sagst, mal weggucken. Von der Spitzenklasse des Genres ist Good Boys aber noch ein gutes Stück entfernt. Deswegen würde ich dem Film auf einer Skala von 1 bis 10 so 6 Punkte geben. Also gute 6 Punkte, weil ich, wie gesagt, beim Schauen meinen Spaß hatte. Aber es wäre an der einen oder anderen Stelle doch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ja, da würde ich mich dir auf jeden Fall anschließen. Ich sehe den Film auch bei 6 von 10 Punkten, da er doch eben durchaus zu unterhalten weiß und wie du auch schon gesagt hast, gerade wenn man diese Filme aus diesem Genre zu schätzen weiß oder auch viele schon gesehen hat, weiß man eigentlich auch, was einen hier erwarten wird. Was das Ganze ein bisschen auffrischt, ist natürlich eben diese neue Sichtweise aus dieser kindlichen Sicht. Dadurch weiß der Film größtenteils auf jeden Fall zu unterhalten und für diese 90 Minuten ist das auf jeden Fall komplett ausreichend. Für meinen Geschmack hätte der Humor, gerade wenn der Film in den USA anscheinend sogar ein R-Rating bekommen hat, hätte der Humor sogar noch ein bisschen deftiger sein können, also ein bisschen krasser, was man sonst auch von Seth Rogen zum Beispiel doch gewohnt ist. Aber wie du sagst, solide 6 von 10 Punkte kann man sich auf jeden Fall anschauen.
Habt ihr Good Boys schon gesehen oder es demnächst vor? Wie steht ihr zu Komödien von Seth Rogen und was ist euer Lieblingsteenie-Film? Schreibt uns das gerne in die Kommentare, unterstützt uns mit einem Abo und einem Like. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis bald. We're bad, we're so bad, we're bad, we're so bad, we're bad, we're so bad.